Wie werde ich wahrgenommen? Wie werde ich respektiert von außen? Und das ist auch ein großes Thema, dass viele Leute das Gefühl haben, okay, Moment, ich werde nicht so respektiert, ich werde nicht so geachtet, ich werde nicht so wahrgenommen, wie ich eigentlich wahrgenommen werden sollte. Und das ist ein Zwei-Punkte-Thema, ein Zwei-Punkte-Problem. Auf der einen Seite ist es natürlich einmal die Frage, bin ich klar in mir? Weil warum erwarte ich das von außen? Also gebe ich mir selber die Achtung? Da komme ich gleich darauf. Und das Zweite ist, mit wem habe ich es zu tun? Und wir fangen jetzt einmal bei dem ersten Punkt an, weil das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich nämlich sage, weiß ich hundertprozentig, warum ich Dinge mache und bin ich zufrieden mit dem, was ich mache? Und wenn du selber nicht zufrieden bist mit deiner Arbeit oder immer das Gefühl hast, das muss jemand anerkennen, was du tust, dann ist es zuerst einmal dein Thema, weil du es selber nicht so anerkennen oder achten kannst. Und da können wir jetzt einfach einmal eine Übung machen. Da geht es ganz oft um dieses Unterbewusstsein, ums innere Kind. Nabelchakra ist da das Thema. Dass wir uns einfach mal Achtung und Respekt geben. Das heißt, wir loben uns mal selber. Und das Beste, was man machen kann, und das ist wirklich, das klingt jetzt vielleicht zuerst einmal ein bisschen komisch, aber das Beste, was du mal machen kannst, ist, dass du dir selber auf die Schulter klopfst und sagst, gut gemacht. Also wirklich, klopf dir auf die Schulter, gut gemacht. Ich kenne keinen, der das so toll gelöst hätte wie du. Gratuliere. Und das wäre mal so eine Grundeinstellung für dich. Und das heißt jetzt nicht, dass du jemand anderen dann erniedrigst oder runtermachst, aber du musst dir mal für dich das Gefühl entwickeln, keiner löst die Sachen so clever und so geschickt wie du. Und da sollte mehr Zufriedenheit wachsen. Das heißt, eine Übung für diesen Respekt ist einmal, dass ich den auch von außen kriege, ist, dass ich mich selber einmal lobe und sage, wow, das ist super. Und loben kann ich mich viel, viel leichter dadurch, dass ich Freude in dem empfinde, was ich tue. Das heißt, wenn ich mich freue für etwas und nicht da das Gefühl habe, ich habe da jetzt eine Schwerstarbeit gemacht, sondern mit Freude immer was mache, dann kann ich mich leichter dafür loben, weil ich da weit mehr so dieses Zentrum Freude aktiviert viel leichter diesen Eigenwert auch. Weil du es dann schon mal toll findest, dass du was mit Freude machen kannst. Also wäre es auch gut, die Freude in allem zu finden. Das kann schon mal sein, dass du Dinge erledigen musst, die dir nicht so Freude bereiten, keine Frage. Aber irgendetwas sollte man drin finden, was Freude macht. Zum Beispiel, du kannst dich loben und sagen, wow, diesen Käse hätte jetzt keiner so toll erledigen können wie du, so diszipliniert, jeder hätte das geschoben und gratuliere, du hast das gemacht. Da hast du dann schon wieder einen Ansatz für Freude gefunden. Oder du findest etwas, das dir Spaß macht und bringst ein bisschen Fantasie mit dazu. Oder du findest eine kleine Belohnung für dich selber in deinem Tun. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, es ist bei mir so ein Fall Buchhaltung, ach, wenn man die Buchhaltung mal gemacht hat, dass man da sagt, okay, man findet da etwas Inspirierendes dabei. Ich mache zum Beispiel das so, dass ich mir denke, weil ich habe, also meine Lieblingsoma war Direktorin beim Finanzamt, ja, in Ruhestand dann. Und die habe ich sehr geliebt. Und da stelle ich mir immer vor, dass sie meine Oma dabei ist und mir auf die Finger schaut bei der Buchhaltung und auch gut aufpasst, dass das alles korrekt ist, aber dass ich auch nie zu viel Steuern zahle, dass das immer gut passt. Das stelle ich mir vor und da habe ich dann schon so einen Teil Freude daran, weil das eben etwas war, was meine Großmutter auch gemacht hat. Also das ist so ein Haken für mich dann bei der Sache. Es könnte allerdings auch sein, dass du dir vorstellst, okay, du machst da jetzt, du zündest dir eine schöne Kerze oder was an zu so lästigen Arbeiten und machst es dir irgendwie schöner dann. Einfach, dass es für dich passt, dass du einen Punkt der Freude findest, dass dir diese Arbeiten leichter von der Hand gehen. Oder zum Beispiel, wenn ich putze, wenn ich meine Wohnung jetzt reinige, ist ja auch was, das gehört halt gemacht, dann schaue ich immer, dass ich da eine gute Musik dazu laufen habe und da freue ich mich schon drauf. Da sage ich schon, cool, da kann ich jetzt, wenn ich, keine Ahnung, am Mittwoch meinen Putztag habe zum Beispiel,
kann ich jetzt diese Musik hören und lauter hören und da freue ich mich schon drauf. Und da setze ich mir dann auch die Kopfhörer auf und putze da gut durch und habe dann die Musik dabei und das geht dann auch viel, viel leichter und viel, viel schneller von der Hand. Das heißt, man findet einfach einen Punkt der Freude in dem, was man tut und dadurch ist man dann auch stolz auf sich und gibt sich schon selber diesen Respekt in seinen Taten. Das finde ich sehr wichtig und auch sehr wesentlich. Also finde einen Punkt, wo du Freude empfindest, dann wird es dir leichter fallen. Oder fang einfach mal an, dass du dir auf die Schulter klopfst und sagst, gut gemacht. Dann hast du schon mal dieses Schulterklopfen, das du womöglich von anderen erwartest und kommst so mehr in diese Energie rein, dass du das Gefühl hast, ja, das passt, das hast du jetzt gut erledigt, gratuliere, toll. Das heißt, du bist stolz auf dich selber und du hast da diese Achtung, diesen Respekt schon für dich einmal bekommen. Das ist eine Ebene, wie du mit dir arbeiten kannst. Die andere Ebene ist dann einfach, wenn dir jemand diesen Respekt, den du deiner Meinung vielleicht verdienst, nicht zollt, dann ist die Frage generell einmal, ist das eine Person, die überhaupt sich selber auch respektiert, beziehungsweise die großzügig ist und mit Lob gut umgeht? Weil die wenigsten Leute gehen großzügig mit Lob um oder mit Vorschusslorbeeren. Das ist bei uns überhaupt nicht so in der Mentalität drinnen. Das heißt, dass dich da wer lobt, dass da wer zufrieden ist und das dann auch ausdrückt, das lernen die wenigsten. Und da musst du auch immer wissen, wen habe ich da mir gegenüber, statt dass du gekränkt reagierst. Weil wenn das jemand ist, der normalerweise kein Lob ausspricht, naja, dann wirst auch du keines bekommen. Das wäre natürlich auch, wenn du jetzt auch jemand bist, und da kannst du dich selber auch beobachten, wenn du jetzt mit Leuten zu tun hast, die selber sehr wenig loben und dir fällt das auf, dann frag dich einfach mal, wie bist denn du mit deinem Lob? Lobst du viel? Zeigst du anderen sehr viel Respekt oder sehr viel Aufmerksamkeit? Weil das kann auch sein, dass das ein kleiner Hinweis darauf ist, dass bei dir vielleicht auch öfter mal, dass da mal mehr Lob, mehr Aufmerksamkeit, mehr Respekt anderen gegenüber auch da sein könnte. Und also das ist einmal das Erkennen, wo kommt's her? Ja, wenn ich mir das immer wieder wünsche, das habe ich zum Beispiel auch oft bei langjährigen Beziehungen. Da sind Klientinnen 20 Jahre mit einem Mann verheiratet und nach 20 Jahren kommen sie drauf, ja, der redet halt nicht gescheit aus. Das hat er aber vorher auch nicht gemacht, der wird sich nicht ändern. Ja, da ist es halt besser, man sucht sich dann halt eine Freundin zum gut ausquatschen, bevor man dann alles in Frage stellt, die Beziehung in Frage stellt, weil der nicht reden kann, wenn man auf einmal was findet, was der eh noch nie gemacht hat. Also da würde man einfach auch die Beziehung überstrapazieren. Das heißt, man sollte wirklich schauen, dass man sich zuerst einmal selber respektiert, dafür achtet, was man tut. Und das kannst du auch dann machen, also wenn du etwas tust, wo du einen Sinn drin siehst. Das heißt, du musst dir selber auch sinnvolle Tätigkeiten suchen und dann kriegst du auch immer mehr Eigenwert und bist nicht mehr so abhängig von äußeren Einflüssen. Das heißt, wenn du Sinn darin siehst, was du tust, du dich dafür loben kannst, wird das von außen schon abperlen und wird nicht mehr so nötig sein. Gut. Wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir eine kleine energetische Reise auch zu diesem inneren Respekt machen können, dass uns das leichter gelingt. Wie gesagt, die Tipps gelten alle, die ich gesagt habe. Und jetzt werden wir da noch ein bisschen energetisch nacharbeiten in einer kleinen Meditation. Und für das schließt du einfach mal deine Augen. Atme es tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und wirst mal immer ruhiger und klarer. Und zuallererst beginn jetzt mal
Heilung in dich einzufließen. Und zwar Heilung von alten Verletzungen, wo du vielleicht nicht so viel Respekt oder Aufmerksamkeit bekommen hast, wo du es vielleicht gebraucht hättest von deinen Eltern, wo du dir vielleicht mal gewünscht hättest, dass die mehr sich mit dir beschäftigen. Also diese alten Verletzungen werden jetzt mal gelöst. Da fließt jetzt mal Heilung hin zu deinem Herzen, auch deinem Nabelchakra und auch zum Solarplexus, also Herz, Solarplexus, Nabelchakra. Wo wirklich jetzt mal diese Verletzungen gelöst werden und du spürst, dass du weicher wirst, entspannter und freier. Du spürst, wie eine alte Schwere von dir abfällt und wie du dich immer mehr im Hier und Jetzt verankerst und ganz bei dir ankommst. Und in deinem Inneren fühlt es sich jetzt so an und kannst es auch wahrnehmen, wie wenn nach einer Woche Regen und dichten Wolken auf einmal die Sonne hervorbricht. Auf einmal bricht die Sonne hervor. Zwischen den Wolken durch und es wird alles heller und der Himmel bekommt ein strahlendes Blau und alle Wolken verschwinden vom Himmel. Und in deinem Inneren spürst du jetzt diese Sonnenstrahlen und diesen prächtigen blauen Himmel. Und es ist nicht zu warm und nicht zu kalt, es ist genau richtig. Und du spürst diese Energie, du spürst es. Und du spürst, wie wunderschön du in dir bist. Was für ein unendliches Licht, unendliches Strahlen in dir ist. Und du kannst gar nicht anders, als dass du dich darüber freust und dich an diesem Licht wirklich labst und auch bedankst. Und du spürst, wie du dich mehr und mehr ausweitest, wie das Licht immer mehr strahlt und wie diese ungebündelte, unendliche Lebensenergie, dein Lebenslicht, jetzt nach und nach alle Bereiche deines Lebens berührt. Deine beruflichen Tätigkeiten, und du spürst, wie dieses Licht immer mehr Klarheit in dein Umfeld bringt. Und du merkst auch, dass da kein Platz mehr ist für Sentimentalität, für alte Enttäuschungen. Das wird alles rausgelöst. Und du wirst immer klarer und immer freier und spürst, wie du in dir größer und größer wirst. Und du atmest tief ein und wieder aus.
Und du erlaubst dir jetzt, dass sich dieses Licht noch weiter ausdehnt, diese Sonnenstrahlen noch weiter ausdehnen. Und du kannst dir jetzt auch entweder eine Beziehung vorstellen, wo du vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen hast, ob das was Berufliches ist oder was Privates. Stell dir einfach mal so eine Beziehung vor, wo du das Gefühl hast, nicht so geachtet zu werden, wie du es vielleicht bräuchtest. Und lass dieses Licht auch in diese Beziehungsebene strahlen, sodass diese alten Muster und Verletzungen einfach abfließen können. Ich achte das unendliche Leben. Ich achte die unendlichen Ausdrucksformen des ewigen Lichts. Und wenn ich das Gefühl habe, verletzt worden zu sein oder nicht so beachtet geworden zu sein oder nicht so geliebt worden zu sein, wie ich es vielleicht verdient habe, dann erkenne ich jetzt, dass die Teile, die an mir liegen, jetzt verwandelt und transformiert werden. Und dass ich auch alle Menschen aus meinem Umfeld entlasse, die mein inneres Licht einschränken und bremsen. Ich bin im Fluss mit dem ewigen Licht. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und spüre, dass du in dir ganz klar bist. Und klopf dir jetzt mal ganz von selber auf die Schulter, klopf dir mal auf die Schulter und sag mal gut gemacht und klopf dich dabei gut gemacht, ich bin für dich da. Gut gemacht, ich bin für dich da. Und schau mal, wie es sich anfühlt. Und du wirst dann merken, dass du eine Freude kriegst. Und dass du das Gefühl hast, dass du immer mehr und mehr bei dir sein kannst und dich immer mehr und mehr auch auf dich konzentrieren kannst. Und du atmest jetzt nochmal tief ein. Und wieder aus. Und klopf wirklich ruhig nochmal dir auf die Schulter. Sag nochmal, ich bin für dich da. Ich bin für dich da oder streichle dich, berühre dich. Hauptsache, du hast den körperlichen Impuls, greif dich an, hey, ich bin für dich da. Und in dieser Energie erlaube dir, immer mehr und mehr in dein Alltagsbewusstsein zurückzukommen. Und spür mal, wie du jetzt an deinem Eigenwerk gearbeitet hast. Spür mal, wie du jetzt an deinem inneren Respekt gearbeitet hast. Und du wirst wahrnehmen, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, was von außen jetzt zu dir kommt, weil du jetzt selber diese innere Stabilität spürst, diese innere Achtung spürst. Und du jetzt auch weißt, wie du dir das immer wieder selber aktivieren kannst und daran arbeiten kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus, streck dich durch, klopf dir ruhig nochmal auf die Schulter, wenn du möchtest und sagst,
gut gemacht, toll gemacht und komm dann ganz ins Hier und Jetzt zurück und öffne deine Augen. Du kannst diese Übung natürlich immer wieder wiederholen, so oft du möchtest.